Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver in der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Data, das ist Gerd. Und ja, unser Team wurde bereits ausgedünnt. Scheiße. Ashley und Eiche sind down. Jetzt muss der Rest, ja, die Liga bestreiten. Das ist nicht toll. Schutz wirkt nicht mehr, oh nein. Okay, Nummer 3. Wer bist du? Ich bin Bruno, einer von den Top 4. Ich glaube fest an das Potenzial meines Teams und trainiere Tag ein Tag aus, bis ich kurz vor dem Umfallen stehe. Denkst du etwa immer noch, du könntest einen Sieg gegen mich erringen? Hahaha. Du scheinst dir deiner Sache ja extrem sicher zu sein. Sehr schön. Du bist ein würdiger Gegner für mich. Los geht's. Du sollst meine grenzenlose Macht spüren, Delta. Oh shit. Ich hab genug von grenzenloser Macht gespürt. Hallo, ich bin Bruno. Knacker. Okay, das geht nicht gut los. Hoshimi, du bist schon Knackhack auf dem Gewissen. Mach's bitte einfach nochmal genauso. Oh, shit. Oh Gott, Alter. Bitte töte es einfach. Einfach umbringen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, yes! Oh, sehr gut. Okay, was kommt jetzt? Damiaplex. Absolut keine Ahnung, was das ist. Der nehme ich, glaube ich, Hilfi. Ist das dieser Hirsch? Ich glaube schon. Ja, es ist dieser Hirsch. Okay. Ich weiß aber auch nicht unbedingt, welchen Typ der hat. Aber bis... Auf jeden Fall nicht stark. Unstark. Uneffektiv. Oh Gott. Zum Glück habe ich nur normale Angriffe und keine Rollentausch. Kopiert Bedroher von Fifi. Ja, hast du ja sowieso auch selber Damiaplex, das von daher. Kein Problem. Ja. Kopierst Dinge. Er wird jetzt eine Top-Genesung einsetzen, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Sashimi zu heilen. So. Oder es wird zurückgerufen. Panferno. Okay. Das heißt, wir wechseln auch wieder auf Sashimi. Glaube ich, eine relativ starke Attacke sogar. Ja. Okay, da. Ach so, für Nahkampf. Sinkt dann Spezialverteidigung und Verteidigung. Das ist eigentlich relativ cool. Für mich. Für mich ist es relativ gut. So, was kommt nun? Fifi reicht Level 44. Herzlichen Glückwunsch, Fifi. Gut gemacht. Weiter so. Jetzt kommt wieder Damiaplex. Wir bleiben bei Sashimi. Ist sowieso fast tot. Machen wir uns nichts vor. Ja, Betroher, bla bla bla. Bullshit. Ja, jetzt wird's geheilt. Na super. Dummer Scheiß ist das. Alter, Sashimi, nicht schlecht. Nicht schlecht. Immer weiter so. Okay, Sashimi immer noch MVP für mich. Mauzi. Mauzi. Sashimi bleibt drin. Du leistest hier gerade verdammt gute Arbeit. Das muss man auch mal würdigen. Indem man es ein hilfloses Mauzi umbringen lässt. Bam. Nice. Und... Batribi. Okay. Gerd. Deine goldene Stunde. In diesem Kampf.
Hau ordentlich rein, deine besiegten Pokémon zählen auf dich. Ich hab die vergessen, wie ich den gesprochen hab. Wie so einen halben Russen, glaube ich. Windstoß trifft? Obwohl ich in der Luft bin? Wow. Wusste ich gar nicht. Das ist cool. So, kein Problem. Und Level 44. Sick. Sehr gut. Ruheort. Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Ja, damit könnte es sich selbst teilen im Kampf, aber dafür habe ich Übertränke. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ich glaube, so habe ich ihn gesprochen. Ich habe verloren und damit auch kein Recht, weiter mit dir zu sprechen. Geh nun weiter in den nächsten Raum. Okay. Der Kampf lief besser. Ich glaube, wir haben unser Tief überwunden. Ehrlich gesagt würde ich jetzt direkt am liebsten mit Sashimi starten. In den nächsten Kampf. Okay, weiter geht's. Nummer 4. Ich bin Melani. Melani von den Top 4. Oh, du musst Delta sein. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr schmutziger und ungeschönter Kampfstil hat es mir einfach angetan. Sind sie nicht schrecklich schön? Ob du wohl mit mir mithalten kannst? Gib dir ordentlich Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also auf geht's. Okay, Melanie. Machen wir uns nichts vor. Ich hoffe, du bist nicht so stark, wie du denkst. Natürlich, jetzt wäre Gerd natürlich perfekt für den ersten Platz gewesen. Oh. Okay, Gerd, go. Bescheuert. Okay. Nicht gut. Reptil muss einfach schnell genug sterben. Dann ist das alles kein Problem mehr. Yes. Corazon. Okay, das ist Wasser. Laterne, let's go. Leute, wir können die Liga immer noch schaffen. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Wasserring, das heilt es, oder? Wow. Krasser Scheiß. Perfekt. Okay, Corazon liegt. Perfekt, perfekt, perfekt. Was kommt jetzt nächstes? Nepumentas. Absolut keine Ahnung, was das ist. Sashimi, go. Ach, das Viech. Okay. Wir machen einfach Surfer. Ich hoffe einfach, dass es reicht. Oh, hä? Ich dachte, das ist Geist oder so. Anscheinend ist es auch Boden. Okay. Oh Gott. Okay, Sashimi, einfach einen Volltreffer machen. Du kannst das, ich weiß das. Ich weiß, dass du Volltreffer landen kannst. Yes! Es war kein Volltreffer, aber hat geklappt. 45, sehr schön. Okay. Sashimi carried uns hier durch. Ich sag's euch. Kecleon. Absolut keine Ahnung. Go, Fifi. Fifi ist ja nicht kleine Support von jemandem an. Oder so. Mit Rohr.
Und Miss. Fuck. Macht es zum Unlichttyp. Okay. Das ist schlecht, oder? Ist es gut oder schlecht? Ich weiß es gar nicht. Mal, wenn du nochmal bist, vielleicht ist der Unlicht stark gegen einen. Nein, okay. Fuck. Dann noch so eine Attacke wie Schlitzer bei dem Viech, ey. Ist bescheuert. Zitrobeere. Oh. Was macht Jauler? Das erhöht meinen Angriff. Okay. Damit komme ich zurecht. Sandsturm liebt sich. Machen wir Stärke, wenn Unlicht nicht mehr stark ist, dann machen wir einfach einen normalen Angriff. Mit Stärke ist jetzt nicht so schwach, wie man sieht. Jetzt ist es Normaltyp, okay. Also bei jedem Angriff ändert es seinen Typ sozusagen. Ja, das hat irgendwie was. Okay, jetzt sollte ich langsam mal einen Trank reinballern. Wollt ihr mich alle verarschen? Alter. Ich meine Schlitzer, ja, okay, Schlitzer hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Aber irgendwie machen die Gegner ja ständig Volltreffer. Was ich nicht okay finde. Ehrlich gesagt. Bringen wir es um. Sehr gut. Puh. Okay, einer kommt noch, glaube ich. Und zwar ist es Sengo. 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 Ich glaube, da nehmen wir einfach Sashimi und machen Gift-Hieb. Freu dich nicht zu früh, ich habe noch jede Menge Spielraum. Okay. Das sieht mir nicht danach aus, junge Frau. Okay, das sieht gut aus. Zermalmklaue, was ist das denn? Ist das stark? Das scheint stark zu sein. Nicht dein Ernst. Oh Gott. Zermalmklaue klingt überhaupt nicht gut. Es wird immer schlimmer. Gerd. Wir brauchen ein Fliegentalent. Das ist eigentlich zu stark. Ah, natürlich ein Volltreffer. Ist das denn? Hört auf, Volltreffer zu landen, ihr Penner. Natürlich klar, dass wieder. Okay, ich glaube, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Fliegen. Das ist okay. Ich mag ihn nur fliegen. Bam. Okay, einmal noch, dann ist das Viech weg, ey. Als du mich derart in die Ecke treibst, zeigt, dass du etwas Besonderes bist. Ja, danke schön. Ach, Mann. Muss das denn sein? Scheiß Top-Genesung. Oh, nee. Ach, shit. Wo ist. Das war die Runde davor? Nein. Schade. Okay, mit Fliegen kann ich es vielleicht. Okay. Ist ja doch gar nicht so übel. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los.
Okay, das geht. Wir machen einfach mal Down rein. Dadurch wird ja die Attacke um 2 Stufen gesenkt. Der Angriff. Das könnte doch funktionieren. Okay. Come on. Ich glaube, ich mache Flügelschlag. Das dauert nicht so lange. Und es macht sofort Schaden. Nicht so viel wie Fliegen, aber es macht trotzdem Schaden. Skyner. Come on. Ey, wenn das jetzt ein random Volltreffer ist, dann kotze ich. Okay. Okay. Ich dachte schon. Jetzt bring's bitte einfach um. Oder alles gut hier. Ist Schicht im Schacht, okay? Fuck it. Melanie ist tot. Du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Okay. Ob ein Pokémon stark ist oder ob ein Pokémon schwach ist, die halbe Welt meint, diese Frage einfach so beantworten zu können. Aber einem wirklich starken Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Hey, passt voll zur Nuzlocke Randomizer Challenge. Du gefällst mir, du hast etwas ganz Essentielles verstanden. Schreite nun bitte weiter. Der Champ wartet auf dich. Oh Gott. Jetzt kommt der letzte Shit, Alter. Erstmal heilen. Oh Gott, ey. Und Leute, wir beenden den Part jetzt hier. Weil der letzte Part war einfach so lang. Es würde jetzt einfach passen, sonst würde er wieder so lang werden. Also, den Champ sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Soul Silver, der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Delta. Das hier ist der Shimi. Und, bis zum nächsten Part. Ciao!